8 Fußballstars, die fast ihr Leben verloren haben. Heute werden wir über Unfälle sprechen, die weltberühmten Fußballstars passiert sind. Starfußballer kamen bei ihren Unfällen fast ums Leben. Zum Glück konnten sie überleben und den Fußball noch schöner machen. Fahren wir mit unserem Video fort, ohne Zeit zu verlieren. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, der 2009 bei Manchester United spielte, überlebte den Unfall mit dem Ferrari ohne Verletzungen. Ronaldo, der den durch übermäßigen Geschwindigkeit verursachten Unfall mit geringer Wahrscheinlichkeit überlebte, konnte nach dem Unfall aus dem Fahrzeug aussteigen. Sie sehen den Zustand des Fahrzeugs nach dem Unfall. Es ist ein Wunder, dass der Star-Fußballspieler ohne Verletzungen aus dem Fahrzeug kam. Neymar. Neymar hingegen wäre fast gestorben, als er ein Baby war. Neymar, der im Juni 1992 mit seinen Eltern nach Santos ging, war erst 4 Monate alt. An einem regnerischen Tag saß Neymar auf dem Kindersitz hinten im Auto. Nach einem schweren Unfall bemerkten die Eltern plötzlich, dass Neymar nicht mehr im Auto war. Mit Hilfe von Familienmitgliedern, die glaubten, ihren Sohn verloren zu haben, fanden sie Neymar unter dem Rücksitz. Peter Cech. Peter Cech trägt seit 2007 seinen einzigartigen Helm. Der Grund, mit dem Helm zu den Spielen zu gehen, ist die Verletzung, die er 2006 in Reading Chelsea erlitten hat. Die Serie des gegnerischen Fußballspielers Steve Hunt traf ihn am Kopf und brach seinen Schädel. Er war schwer verletzt, kehrte im Januar 2007 zurück, nachdem er lange Zeit nicht mehr auf dem Feld war, hatte aber einen speziell entworfenen Helm auf dem Kopf. In den folgenden Jahren war Cech tatsächlich verletzt worden, aber dieser Helm, den er auf Empfehlung von den Ärzten trug, um nicht erneut auf den Kopf getroffen zu werden, wurde mit ihm identifiziert. Virgil van Dijk. Der niederländische Fußballspieler Virgil van Dijk ist an der Reihe. 2012 rettete Dijks Mutter ihrem Sohn das Leben. Dijk wäre beinahe an den Folgen seiner schweren Krankheit gestorben. Dijk musste 13 Tage im Krankenhaus bleiben. Er war einer der besten verteidigenden Spieler der Welt. Er konnte nach der Operation 10 Tage lang nicht aufstehen. Nach einer Physiotherapie kehrte er wieder nur einen Monat später wieder auf das Feld zurück. Thiago Silva. Obwohl Thiago Silva 35 Jahre alt ist, ist er immer noch einer der besten Verteidiger der Welt. Der erfahrene Stopper hatte jedoch 2005 beim Spielen von Dynamo Moskau Tuberkulose und kämpfte etwa 6 Monate lang mit dieser unerbittlichen Krankheit. Silva, der 6 Monate alleine im Krankenhaus blieb, dachte, dass er nie wieder Fußball spielen würde und hatte eine sehr schwierige Zeit. Russische Ärzte retteten ihn jedoch und setzte so seine Karriere voller Erfolg fort. Kaká. Im Jahre 2000 hatte er während seines Urlaubs bei der Familie Kaká einen schweren Unfall. Kakas Karriere, der die lebensbedrohliche Situation nach dem Unfall im Pool überlebte, ist zu Ende. Die Ärzte sagten, er hätte großes Glück gehabt. Jedoch schaffte er es ein Jahr nach dem Unfall, seinen Platz auf dem Feld des argentinischen Turniers einzunehmen. So sehr, dass er nach diesem Unfall sein gesamtes Vermögen dem Fußball widmete und es schaffte, einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt zu werden. Fernando Torres. Der spanische Fußballspieler Fernando Torres hatte bei Atletico Madrid eine sehr schwere Verletzung von Deportivo La Coruña. In der 86. Minute des Kampfes fiel Torres infolge von Brigadonis Eingriff an den Kopf und landete katastrophal auf dem Boden. Ihre Teamkollegen machten erste Intervention bei Torres, der seine Zunge verschluckt hatte, um dem Fußballstar das Leben zu retten. Peter Crouch. Der britische Fußballspieler Peter Crouch hat vor etwa 10 Jahren eine Bootsfahrt in Italien mit seiner Frau Abby unternommen. Nach einer Weile gab es jedoch schweren Sturm und das Paar erlebte den albtraumhaftesten Moment ihres Lebens. Glücklicherweise gelang Peter und seiner Frau, diesen katastrophalen Vorfall unverletzt zu überleben.